Willkommen zurück, liebe Leute, hier bei der Coin Place Chained Echoes. Oh. Wenn ihr hier weitergeht, gibt es für eine Weile kein Zurück. Ich habe gehört, beziehungsweise nachgelesen, müsste man eigentlich sagen. Und in meinen Recherchen hat es ergeben, dass wir eine weitere Quest machen könnten, die allerdings auf der Karte nicht eingezeichnet wird, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dass hier irgendwo hier im Norden von hier aus. Deswegen gucken wir mal kurz, ob das richtig ist oder nicht. Es müsste, also es müsste zumindest irgendwo im auf den Feldern von Roland sein. Da ist wieder der gute Frosch. Ich habe mir nur natürlich wie ein Dorftrottel wieder nicht eingespeichert, ganz genau wo es ist, aber... Also eingespeichert in mein Gehirn, wohl bemerkt. Was auch? Doch unten? Das ist ja das Problem, wenn man daran gewöhnt ist, dass die Quests eingezeichnet werden. Da, helft mir! Bittet mich los! Ich habe auf dieser Welt schon einiges gesehen, aber ein sprechender Goblin ist mir neu. Genau, rechtzeitig zum Abendessen. Was für ein Glück. Lass ihn in Ruhe, Opa. Er kann sprechen, so etwas kann man nicht essen. Was ist mit dir passiert? Die Leute von Basir hielten mich für einen Goblin und fesselten mich. Aber du bist ein Goblin. Wie unverschämt, sehe ich etwa aus wie ein Goblin? Grüne Haut, Glatze. Ja, eigentlich schon. Unsinn, so sieht der Typ dort drüben auch aus. Nennst du ihn auch ein Goblin? Jetzt, wo er es sagt. Heiße Bark und bin ein Mensch, binde mich los. Vielen Dank, ich rufe die Dorfbewohner herbei. Sie behaupten, ich könnte einer der Bestien sein, die seit Monaten das Dorfheim suchen. Was stimmt mit mir nicht? Warum fällt mir das Sprechen plötzlich so schwer? Gah. Du kannst froh sein, dass du am Leben bist. Sie hatten wahrscheinlich Mitleid mit dir, weil du reden kannst. Mit einem gewöhnlichen Goblin hätten sie kurz einen Prozess gemacht. Wohin gehst du? Ins Dorf, um mit den Leuten zu reden. Ein Goblin-Dilemma. Wenn ich jetzt einen Goblin ins Team kriege, schmeiße ich den Controller weg. Nein, nein, nicht wirklich, aber... Eigentlich sollte ich das tun. Kann ich die so einstellen? Ist die damit eingestellt? Naja, oder so. Schau nach, was Bark vorhat. Ah, jetzt ist die Quest halt markiert. Jetzt können wir nachgucken. Und da bin ich doch ganz interessiert dran. Und danach, ich verspreche es, können wir wieder mit der Story weitermachen. Diese Monsterspuren sind riesig. Die waren auch damals schon riesig und es hat keinen interessiert. Hier tobte das Monster. Als hätten wir nicht schon genug Probleme mit den Goblins. Plötzlich verschwinden Einwohner und der politischen Situation. Ach, nee, Entschuldigung. Mit den Goblins plötzlich verschwindenden Einwohnern und der politischen Situation. So macht der Satz auch Sinn. Das war auf keinen Fall Bark. Schau dir diese Pfotenabdrücke an. Genau wie in Jans Haus, erinnerst du dich? Ich frage es mich, wie es ihm und seiner Tochter jetzt geht. Ach, auf einmal sind wir mitfühlend, oder wie, oder was? Vorher war das Schnuppe. Um nicht sogar zu sagen, shit, egal. Und jetzt so, ja, ich frage mich, wie es dem armen Kerl geht. Natürlich ist mein Controller wieder leer. Hallo, Marzia, was machst du hier? Du bist es, hallo. Vater hat gesagt, ich soll hier warten. Drin sind ein paar Leute, die ein ernstes Wort mit Vater wechseln wollen. Oh. Schau dich um, und wir haben auch gesehen, wie ihr die Leichen weggeschafft habt. Ihr seid komplett verrückt. Ich bin zwar ein Außenseiter in Basir, aber dass du mir unterstellst, ich hätte etwas mit dem Monster zu tun. Ja, ihr seid es. Diese Leute haben nicht alle Lappen am Zaun. Sie glauben, ich stecke mit dem Monster unter einer Decke. Ein Monster, das beinahe meine Tochter Marzia getötet hätte.
Ja, das macht in der Tat nicht wirklich viel Sinn. Hört mir zu. Damals hatten die Soldaten aus Tarin, ich schütte mir gerade was zu trinken, das ist ein schlechter Moment dafür, die vom Farnsport-Bankett geflohen waren, meine Tochter als Geisel genommen, damit ich ihnen Pässe für die Grenze besorge. Bevor ich etwas tun konnte, hatte das Monster sie alle in meinem Haus getötet. Fast hätte es auch Marzia erwischt. Beruhig dich, Jan. Du musst auch unseren Standpunkt verstehen. Das klingt nicht gut. Was ist da draußen los? Marzia? Goblins? Seht, Goblins greifen an. Marzia, geh aus dem Weg. Ah, warte. Gnoria. Verdammt. War das Bark? Armselige Kreaturen. Geht es dir gut, Marzia? Ja, die Goblins, sie haben uns überfallen. Alles ging so schnell. Sie leben, doch sie sind schwer verwundet. Kann man gegen diese Schädlinge nichts unternehmen? Sie verwüsten unser Dorf und sind bestimmt auch für das Verschwinden einiger Dorfbewohner verantwortlich. Da bin ich mir sicher. Wir könnten noch einmal mit dem Goblin-Ältesten sprechen. Doch das nutzte schon beim letzten Mal nichts. Noch ein Goblin, der sprechen kann? Das kommt überraschend. Ich setze nie wieder einen Fuß in dieses Dorf. Ihr seid ein Clan, nicht wahr? Könnt ihr in diesem Konflikt nicht als Diplomaten auftreten? Nun, ich denke, das fällt auch in unseren Zuständigkeitsbereich als Clan. Tut es? Diplomatie als Clan-Ding? Egal. Da bin ich sofort dabei. Helfen wir in Glenn. Wunderbar. Ins Dorf gelangt ihr über die Ograne-Grotten. Mir wurde gesagt, dass man mit diesen Wappen eintreten darf. Nehmt es. Und Jan, pass auf deine Tochter auf, sie hat nur dich. Lass uns gehen. Das Goblin-Wappen. Yeah. Mit diesem Goblin-Wappen. Dann ist es so rum schneller, glaube ich. Sehe nichts, aber man kann schon Schritte hören, das ist auch schön. Können wir jetzt hier längs? Hallo, Wurm. Oder um genau zu sein, können wir in das Dorf, wo wir schon mal waren und nicht rein durften. Weil die Goblins, ich meine, nette kleine Goblins waren. Und definitiv nichts mit dem A-Wort. Nur das G. Giftig. Oder gemein. Angriff erhöht. Yay. Rock Labor. Sehr gut. Genau. Rock Labor. Auch für dich. Goldschock Blabber. Naduk. Nee, das war Gop, Glop, Naduk. Egal. Tokla Bnargan Sepok. Gnacknackna. Heddol Bnari Tak. Leckere Menschen. Das erinnert mich so ein bisschen an Secret of Mana wieder. Aber da mussten sie halt die Lindenstraße gucken. Knack, knack, knack. Knack, da Block. Knack, knack, knack. Block. Ein Glas mit einer Flüssigkeit darin trinken? Ja, warum nicht? Hat seltsam geschmeckt. Nein, ich kann sie nicht auf einmal verstehen. Hätte ja sein können. Diese Goblins sind widerlich. Ich finde sie wirklich niedlich. Sie sehen aus wie kleine grüne Großväter. Ah, Telo! Ah, da ist diese geilen Beeren. Guck mal, weiß nicht, 10? Könnte übertrieben sein, aber wir kaufen mal 10. Ah, die Sprache der Menschen. Ermöglicht die Kommunikation mit Goblins, ja. Bye bye Ex, vernichtet ansonsten unverwüstbares Unkraut in Perpetua. Oh mein Gott, das öffnet wieder Welten an Dinge. Ihr dreckigen Haufen ungewaschener Affen, gut, dass ihr mich nicht versteht. Aha. Mein Gatte besuchte die Oberfläche und kehrte nicht mehr zurück. Ich mache mir Sorgen, dass diese dreckigen Menschen ihn erwischt haben könnten. Ich habe eine Betty eingesammelt. Was? Moment, 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 Moment. Das muss ich jetzt doch einmal nachlesen. Was zum Henker ist eine Betty? Das ist der Name, den sich Rob für eine Vogelspinne ausgedacht hat. Oh, cool.
Die kann dann auch in meinem Inventar bleiben, ne? Das wollen wir nicht drüber reden. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Verdammt, wo und wann? Ich kann mich nicht erinnern. Ich war da drüben bei den Pilzfeldern im Westen. Ich sollte nachschauen. Aber zuerst muss ich diese Fremden im Auge behalten. Versuch's doch. Ich werde euch nur ausrauben. Keine Sorge. Die Hintergrundmusik ist gut. Da gibt's noch mal einen Hall. Menschen, was macht ihr hier? Und warum sind eure Köpfe immer noch auf euren Körpern? Wir sind im Namen des Dorfs Basir gekommen. Ach, der ist mitgekommen? Bist du uns gefolgt? Ich konnte nicht zur Ruhe kommen. Dorfwächter, sag bitte beende die Angriffe auf unser Dorf. Idioten, warum sollten wir euch Menschen verschonen? Ihr macht auch mit uns kurzen Prozess. Ihr schlachtet erbarmungslos jeden Goblin, der euch über den Weg läuft. Und Goblin Slayer wird sich hier so austoben, ne? Es klebt sogar auf euren Schwertern. Ich kann es riechen. Goblinblut. Muss einen Weg geben. Vielleicht können wir uns auf ein Geschäft einigen. Wir... Nein, verschwindet. Wenn ihr in einer Sekunde nicht abtischt, hetzt sich das ganze Dorf auf euch. Das ist das einzige Versprechen, das ich euch je geben werde. Macht doch. Fluch, dieser Konflikt lässt sich einfach nicht friedlich lösen. Ah, Gnora Fielo Nagin. Mark, bist du das? Kannst du nicht mehr sprechen? Hello, Trank. Er sieht wütend aus. Gefahr, Gefahr. Deine Tochter. Was? Gefahr, meine Tochter. Ra. Masia. Folgt ihm. Schnigna. Knick, schnigna. Sie denken wahrscheinlich, dass dies eine Suppe aus Menschen ist. Haha, törichte Menschen. Wir Goblins sind eigentlich Vegetarier. Wir würden kein stinkendes Tier- oder Menschenfleisch anrühren. Machen wir ihnen Angst. Leckere Menschen. Ach, ich bin gleich nach dem Boss der Beste, wenn es um die Sprache der Menschen geht. Es gibt keine Männchen oder Weibchen, es gibt nur Goblins. Das sehen die in Goblin Slayer aber auch sehr, sehr anders. Gibt nur Menschen. Leckere Menschen. Weiß nicht, ob sich das jetzt beißt, wenn ich erst hier reingehe. Ja, komm, ich weiß nicht, ob es sich beißt. Lassen wir es also einfach. Wieder zurück nach Basil. Hui. Fliege, Fliege. Cookie, Cookie. Was geht ab hier? Ah. Nein, Masia, meine Güte, nein! Ja! Sogar vor Kindern schrecken sie nicht zurück. Das war der doch nie im Leben. Ach, da müsste ich ihn jetzt nicht verstehen. Pass auf! Was? Stürzt sich auf den Goblin. Erschlag klingt so, ich würde ihn umbringen. Das war nur ihre Kleidung? Bedeutet das, dass die noch lebt? Wo ist Masia? War sie ein Goblin geworden? Hahaha, so ein Drama. Gebt uns diesen Goblin, er gehört uns. Warum sollten wir? Wo ist meine Tochter? Was hast du mit ihr gemacht? Tochter! Gefahr! Nein! Nork! Gefährlich! Tochter, gefährlich! Meine Tochter ist gefährlich? Bark hat recht. Deine Tochter ist zu gefährlich für dich. Schau, sie steht direkt vor dir und will dich töten. Was? Dumme Menschen. Ja, wir ließen die Dorfbewohner verschwinden. Aber wir entführen sie nicht einfach. Wir verwandeln sie in Goblins. Das Mädchen wurde auch eine von uns. Deshalb haben Bark und die anderen Freunde versucht, sie zu schnappen. Das ist nicht wahr. Gab es nicht auffällig viele Verletzte in ihrer Nähe? Die Soldaten aus Tarin. Die Dorfbewohner. Nun, die Verwandlung dauert ein paar Wochen. Die Menschen wechseln hin und her. Während des Übergangs kommt es manchmal vor, dass die Ogre Kräfte bekommen. Haha, das sind die Besten, die euer Dorf verwüsten. Das sind die Besten, die euer Dorf verwüsten. Es sind die Menschen, die zu Goblins werden. Haha. Naja. Ich habe über diese Transmutation gelesen, aber angenommen, Goblins seien nicht zu solch hoher Magie fähig.
Das stimmt, du denkst, Goblins sind dumm. Du schaust auf uns herab, das ist das Problem. Deshalb wird niemals Frieden herrschen. Gib uns jetzt den Goblin, sie ist eine von uns. Niemals. Daneben mit Gewalt. Okay. Ich nehme mal an, ihr seid zumindest... Ja, ihr seid ungefähr dem Gebiet-Level hier einigermaßen angemessen, weil das wäre sonst ein bisschen sad geworden. Hui. Erinnert ein bisschen an Chrono Trigger und den Zyklonschlag. Oh, einer hat überlebt. Und der brabbelt einfach ein bisschen sauer und ist dann Nordrot. Sehr gut. Na, für den Moment hast du gewonnen, aber wir kommen wieder. Wir werden unseren Gott aufsuchen und mit seinem Segen werdet ihr keine Chance haben. Komm, Bark, wir gehen zu unserem Heiligtum in den Vigrant Mean. Wo sind die denn? Sind das die in Rock Bottom? Marzia, oh Marzia. Wahrlich, eine Tragödie. All diese Goblins waren also einmal Menschen. Ihr dürft niemandem davon erzählen, sonst machen sie kurz einen Prozess mit Marzia. Ich werde mich mit ihr verstecken, sie wird niemanden verletzen. Warum? Sie kann nicht einmal mehr ihre menschliche Form annehmen. Ich werde einen Weg finden. Irgendwie werde ich sie zurückverwandeln, bitte. Versprecht mir, niemanden davon zu erzählen. Zumindest bis ein Heilmittel gefunden wurde. Wir warten. Zumindest ein paar Tage. Vielleicht ändert sich ihr Zustand. Aber nicht länger. Die Dorfbewohner müssen wissen, dass sie mit jedem toten Goblin einen Menschen begraben. Danke. Vielen lieben Dank. Hinter meinem Haus befindet sich eine Höhle. Dort werde ich mich verstecken. Marzia wird wieder ein Mensch. Ich weiß es einfach. Hoffnungslos, wenn du mich fragst. Zum Glück hat dich niemand gefragt. Sag das nicht. Ich wünschte auch, sie würde zurückkommen. Aber wie soll das gehen? Nun, wir werden das vielleicht nie erfahren. Ja, okay. Keine Chance. Also, ja, nee, also... Oder vielleicht sind die Dinger auch, dass da ein Perpetua Blumenfeld, obwohl, nee, das ist ja nur leeres Gebiet. Hm. Du gießt etwas Bye-Bye-Ex auf die Ranken. Aha. Hilf uns, einer meiner Konkurrenten, er hat einen Assassiner auf mich und meine Tochter gehetzt. Wir sind davon gelaufen und hier gelandet. Meine Tochter und die Assassine sind gleich da vorne, bitte rette sie. Ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig, weil wir kamen ja schon, oh mein Gott, kaum an den schwarzen Schafen vorbei. Jetzt ist halt die Frage, ob wir gegen sowas gewinnen können. Naja, aber man lebt ja nur einmal. Spinnwebkröten, das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Kann man nicht stehlen, kann man nicht essen. Das ist wiederum... Zum einen leuchtet mir das... Oh, 118... Ich meine, 118 ist nicht super viel Schaden. Ah, stimmt, ich wollte aus ihnen den Beschwörer machen. Habe ich wieder vergessen. Egal. Beim nächsten Mal. Aufsteigender Drache. Also noch können sie nichts, was die hier super gefährlich macht, aber wenn was auch immer wieder bekämpfen soll, eine Art Boss ist, könnte das andere Probleme ergeben. Gift tötet mich nicht. Ihr hättet mich töten sollen, als ihr die Chance dazu hattet. Oder so ähnlich. Okay, das ist nervig. Letzte Blüte. Hey. Das war cool, aber... ja.
Die Sache ist halt, mit etwas Glück würde ich es mit Glenn alleine überleben können. Theoretisch. Aber nee. Aber nein. Macht aber nichts. Ist gut zu wissen. Können wir, also wir könnten theoretisch da rein, aber da fehlt so ein bisschen der letzte Schwung, der letzte Bums, wenn man so möchte. Also das würde ich halt noch erstmal auf die längere Bank schieben. Ist aber nicht weiter wild. Ich glaube, hier war das lang. Ja, wir jetzt, haben jetzt auch prinzipiell wieder diese wunderschönen, weiß nicht mal, manchmal genau hier so eine riesige Dingensbummens. So eine Glubschechse da. Jetzt habe ich 10 Beeren gekauft und die Viecher sind einfach weg. Ist ja auch, ne, also. Renne ich gerade an allen vorbei, was hier ist, aber egal, gut, wie auch immer. Hier passt vielleicht ein Gegenstand hinein. Aha. Ich habe Beeren, wenn ihr wollt. Ah. Hier sind nur 2 Schatztruhen. Also wenn hier irgendwas sein sollte, was ich da reinmachen könnte, bezweifle ich, dass ich das hier finden werde. Schade eigentlich. Sechs Gegenstände. Aber ohne Witz, hier waren, wo wir das erste Mal hier reingegangen sind, deswegen bin ich ja direkt umgedreht, war so eine Riesenkröte. Und eben wegen dieser Riesenkröte habe ich jetzt 10 Beeren. Ja, genau, dich meine ich. Riesenkröte. Yay. Schon ein bisschen gemein, doch ja. Weil sie ja letztlich nicht wirklich viel gegen uns ausrichten können, mehr so, aber ist das das, was ich denke, was es ist? Stups. Das ist das, was ich denke, was es ist. Aber ich habe kein Dingens mehr, glaube ich, oder? Ah, komm mal. Habe ich Blütenpracht? Ich habe Blütenpracht. Yeah. Wie viel HP hat das Viech denn noch? Es ist doch nichts mehr. Sei euer Ernst. Möchtest. Habe ich noch einiges Wasser? Also ich will vorher speichern, wenn ich es habe, deswegen gucke ich jetzt einmal so rum nach. War hier ein Boot? Habe ich jemals hier ein Boot gesehen? Verlieren, bla blub, prostiges Gedöse. Ah, ich habe kein heiliges Wasser mehr. Ah, ist doch Mist. Ich bekomme keins mehr davon. Ah. Sad. Diese Höhle macht mich, egal wann ich hier hinkomme, macht sie mich traurig. Und dann! Dann macht sie mich wieder happy. Diese Höhle ist sehr merkwürdig. Dann ist hier unten einfach gar nichts. Also es ist schön, dass man da runter kann. Okay. Ich wollte aber, fällt mir gerade ein. Bevor ich das jetzt wieder vergesse. Moment, du bist ein Beschwörer.
Achso, du hast das einfach gelernt. Ach so ist das gemeint, ne? Oh. Ah. So war das gemeint. Ich. Von allen, die mir gesagt haben, dass das so. Also wenn ich jetzt den Krieger wem anders geben würde, hätte Glenn das gelernt und dann könnte ich es weitergeben und der nächste hätte es gelernt. Ich habe das ganz andersrum verstanden. Ich habe das so verstanden, dass wenn ich so ein Wappen weitergebe, das Talent auf dem Wappen gelernt bleibt. Also, ne? Ah. Na, machen wir mal. Seid gegrüßt, Abenteurer aus Valandis. Meine Stimme, die in eurem Herzen widerhallt, möge die Macht längst vergangener Zeiten entfachen. Erweiset euch als würdig und erhaltet meine Gabe. Oder sterbt. Ah. Oh my. Das sind... ein Stück. Das andere war aber... rot. Was mich... in Anführungszeichen darin bestärkt, dass es höchstwahrscheinlich ein... anderes, also eine andere Art von denen war, vielleicht ausgewachsen oder so. Weil die sind noch Töter. Aber irgendeiner meiner Charaktere wird voll aufs Maul kriegen, ja. Ich meine, passiert ist nicht weiter wild. Aber einer von denen musste so richtig aufs Maul kriegen. Was mir so ein bisschen leid, nee, nicht Powerbohrung, Wirbelwindhieb. Wubbel, 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 wubbel. Yeah! Relativ simpel. Einer macht den Drogen und so, aber ne, in dem Fall, alle macht den Bären. Nehmt das Abzeichen des Magiekriegers Franforth an. Nun geht hin, tapfere Krieger und wissbegierige Abenteurer, denn ihr seid die Zukunft von Eldria. Ah. Finde 12 Klassenembleme. Ich glaube, es sind nur 12 Klassenembleme, also haben wir alle Klassenembleme gerade gesammelt. Hell yeah! Und aus irgendeinem Grund sind sie alle so ein bisschen langweilig. Und das gefällt mir so überhaupt nicht. Es sei denn, ich habe einen Charakter, bei dem ich möchte, dass er wirklich Schaden macht, der aber halt gerade... sehr, sehr magiebegabtes oder so. Aber im Allgemeinen ist das irgendwann noch dumm. Naja. Okay. Jetzt kann ich eigentlich noch eben... warum ich jetzt hier hingeflogen bin. Na, vielleicht so halb, weil ich da weiß, wo ich hin muss. Können wir einmal nochmal zurückfliegen. Weil mehr gibt es momentan nicht zu tun. Wir haben nichts mehr, was wir gerade erreichen können. Aber wir haben 4 Tet-Eyes besiegt und noch ein Klassenwappen gefunden. Wahnsinn. Und beim nächsten Mal können wir dann tatsächlich weiterspielen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken für ihre Unterstützung für den Kanal. Da hätten wir Snowvillier, Pan88, MihoYam, und Nikita, vielen Dank, dass ihr mich unterstützt und an das Projekt hier glaubt. Da ich noch gar nichts über das Spiel weiß, hier einfach mal so ein Schuss ins Blaue. Wir Helden, wir machen das Böse platt. Und das machen wir auch beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder einschaltet hier zurück bei Chained Echoes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Abonniert, kommentiert und liked das Ganze. Bis zum nächsten Mal.